Moin und willkommen zu Sondelsüchtig friert hier draußen. Wir haben es gerade minus 2 Grad, aber ich habe gesehen, dass dieser Acker hier relativ feucht ist, aber nicht gefroren. Das heißt, hier können wir ein bisschen Signale ausbuddeln. Es ist wirklich scheißkalt. Ja, heute dabei ATmax, Brutus und ich habe heute die Nelatec drauf. Ihr habt ja letztes Mal im Sabbelsonntag den Test gesehen, also hat relativ gut abgeschnitten. Und das ist der Acker, der auch in der Spiegel-TV-Reportage drin war. Und wir mal gucken, ob überhaupt heute irgendwas kommt, aber ich musste raus. Denn ja, Katastrophe im Moment. Jetzt kommen nochmal minus 15 Grad auf uns zu und dann wird es gar nichts werden, nicht? Also drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ich komme mal wieder ein bisschen öfter raus. Also, Hut muss Glück bringen. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, lege los! So, ihr habt mal eine neue Perspektive, denn ich habe euch vor die Brust geschnallt, damit ich mein Hütchen aufhaben kann. So, erstes Signal heute. Ein schöner 88er. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen. Gut, es rührt sich was, weil gerade war wieder so eine Stelle, da kam man wieder gar nicht rein. Aber hier ist schön matschig, guck mal. Und ich habe extra nochmal den Landwirt angerufen. Okay. Ob das hier Zwischenfrucht ist oder was das ist. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich meine Nüsse. Ich hol's euch hier hoch und dann. Okay, da ist es. Unser erster bedeutender Fund ist ein Haken. Ich hoffe, das geht so. Ach, guck mal. So seht ihr den Fund eigentlich auch besser. Ist zwar nur blöd beim Bücken. Lässt sich nicht mehr rühren. Gut. Ein Haken. Den nehmen wir mit. Das hier? Ein Stein. Es bleibt spannend. Es bleibt. Oh, da. Wird das eine Münze sein? Stefan, du sollst nicht immer reiben. Das wird ein Zinker sein, denke ich mal. Super. Erste Münze. Und arschkalt. Ja, hier. Ne, muss schon relativ weit hier vorne sein. Ah. Oh, noch größer geht's nicht. Noch größer ging's jetzt nicht, ne? Super. Den hätten wir auch mit dem Pinpointer gefunden. Naja, weiter geht's. Ich hoffe, ihr seht's. Ich laufe ja jetzt selbst mit der großen Spule auf volle Pulle. Und eigentlich ist sie relativ ruhig. Ich bin natürlich komplett offen im Zero-Modus. Ich habe nichts ausgeblendet. Ich höre also eigentlich alles. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass das Signal verschluckt wird. Und ich muss echt aufpassen mit dem Brutus, weil die Spule ja doch relativ weit ausstrahlt. Aber generell ist sie sehr ruhig. Also mit der für ein AT Pro ging es nicht. Die ist ja nur am Durchdrehen gewesen. Da war nur Geschnatter und Gepiepse, aber man sieht jetzt die neue für ein Max extra verhält sich viel, viel ruhiger. Jetzt müssen nur noch die guten Funde kommen. Nicht? Das war Eisen. Oh Gott, ist das kalt. Aber es ist, wie es ist. Wer buddeln will, muss frieren bei dem Wetter. Also wirklich kommt ja heute gar nichts, außer kalte Finger. Ich gehe jetzt noch eine Bahn zu Ende. Und ich hoffe, dass noch irgendwas kommt. Und ansonsten, ja, geht's heimwärts, denn es sieht langsam schon so ein bisschen wieder dunkel auf und dann wird's wieder kälter. Da bringt selbst das Hütchen kein Glück. Aber wir schauen, also ein bisschen ist noch zu laufen und ich gebe nicht auf.
Irgendwas muss kommen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Position. Ihr seid jetzt nämlich genau hier, weil hier kriege ich keine Cam dran. Oder ich muss mir eine Halterung besorgen. Hier so eine Stirnding. Weil es ist halt blöd, wenn ich mich bücke, guckt ihr mir auf die Nüsse und seht gar nichts. Wir gucken mal, das kriegen wir auf jeden Fall noch in den Griff. So, jetzt geht's weiter hier. Maxim will suchen und der Brutus will schaufeln und ich will was finden. Da drin? Da ist es irgendwo. Nein. Aber guckt, es geht. Also ich muss euch nur anheben. Das war wohl nichts. Ja, Pinpointer, du kannst ruhig piepsen. Wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Selbst der ist schon sauer. So geht's, glaube ich. Irgendwo ist es dran. Irgendwo hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Prognose passt wieder. Ein Blech. Naja, ganz haarscharf dran vorbei am Schatz der Nebelung. Ganz, ganz scharf. Oh, der will einfach nicht. Naja, ob das jetzt der Lebensretter wird hier, weiß ich auch nicht. Der knackt auch schon wieder so. Du bist etwa beim ersten Mal raus? Mit der riesen Spule hier. Da, der Regenwurm war's. Muss ja hier drin sein. Juhu! Sowas wollte ich schon immer mal haben. Ein Stück Draht. Ach, guck mal, also mit der neuen Position ist es eigentlich nicht schlecht, weil ihr seid, ne, näher am Geschehen. Muss ich mir nur noch was einfallen lassen. Das klingt jetzt nach Münze. War hier auch noch was? Nee. Guck mal, wie schön sauber. 69. Müsste relativ weit oben liegen. Was ist das, eine Pampe hier, ey? Leck mich doch am Popo. Da ist es. Naja. Sollte ich doch noch einen Schatz gefunden haben? Cool. Ui, guck mal. Das ist ja geil. Hier, da oben ist eine weiße Ecke und dann ist blau. Das habe ich auch noch nicht. Hat sich also heute gelohnt. Ich weiß, ihr versteht es meistens nicht, warum. Oh, das ist richtiges Kobaltblau. Das ist ja geil. Ich versuche euch mal bei Licht eine bessere Aufnahme zu machen. Der ist ja super. Ein Glasbrocken. Cool. Guck, und schon bin ich zufrieden. Das reicht mir. Also, wer den Brutus hat, das war so lustig letztes Mal, dem ist aufgefallen, dass die Trittkante da hinten ist. Und ich sage, ja. Ja, ob das denn auch so gewollt wäre, ich sage, natürlich, der ist so gebaut, wie ich den brauche. Und zwar stecke ich immer rein und die Kante setzt sich jetzt fest und hebelt mit. So, und ich greife immer mit dem Fuß unter die Kante, dafür habe ich sie gemacht. Und schmeiße es nach vorne raus. Nur um das nochmal anzumerken, wofür das ist. Und man kommt auch trotzdem tief genug damit. Denn wenn man normal buddelt, ist irgendwann auch der Fuß im Weg. Das klappt eigentlich ganz gut. So, jetzt komm. Hartnäckigkeit muss doch mal belohnt werden hier. Hier irgendwo. Oh. Nicht schon wieder. Ich glaube, das ist schon wieder Folie. Hätte ich auch getippt bei dem Leitwert. Aber hätte natürlich auch ein schönes Goldkettchen sein können. Dass die Prinzessin hier beim Kackern verloren hat. Nicht? Naja. Ja, Kinders, das soll es gewesen sein für heute. Ich glaube, die Funde sind bei dem kalten Wetter auch ab in den Süden geflogen. Denn war ja nicht wirklich viel los heute. Bis auf den schönen Glasbrocken. Das freut mich natürlich wieder.
Und ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch wenn wirklich gar nichts ging, aber für die Hartnäckigkeit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit hoffentlich mehr. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr kommt raus und findet ein bisschen mehr wie ich. In diesem Sinne, immer sonnensüchtig bleiben und allzeit gut Pfund.